Ich war die letzte Woche ein bisschen shoppen. Wenn ihr wissen wollt, was ich dann geshoppt habe, zum Beispiel beim TK Maxx oder Müller oder auch in Bratislava, dann bleibt gern dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und ich möchte euch heute zeigen, was ich in letzter Zeit geshoppt habe. Ich war beim TK Maxx, beim DM, beim Müller und ich war in Bratislava am Wochenende mit einer lieben Freundin und da waren wir auch in einem Shoppingcenter und da habe ich ein paar Sachen geshoppt und die würde ich euch jetzt auch gerne zeigen. Ich würde sagen, ich beginne jetzt mal bei Müller. Es hat einen ganz bestimmten Grund, den werdet ihr dann gleich sehen. Aber vorher würde ich euch doch bitten, dass ihr mir ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video da lasst. Und ja, über einen lieben Kommentar freue ich mich natürlich auch immer. So, es ist nicht besonders viel, was ich beim Müller geshoppt habe, aber halt ein bisschen was. Und zwar zum Beispiel hier dieses Duschgel-Set. Das werde ich dann wahrscheinlich verschenken, aber ich habe das sehr lieb gefunden. Dann ein Deo für mich. Das Fruity Delight von Nivea mit grüner Apfel- und Maiglöckchen-Duft, das hat interessant geklungen. Das wollte ich jetzt einmal ausprobieren. Also, puh, das riecht gut. Schauen wir mal, wie es dann auf meinem Körper riecht. Das weiß man ja nicht. Ja, und dann jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe oder irgendwo war oder so, fragt mich mein Mann, ob ich ihm etwas mitgebracht habe. Normalerweise sage ich dann Nein drauf und ja, dann segiert er mich ein bisschen und ja. Dann habe ich mir eben gedacht, wie ich beim Müller war, jetzt nehme ich ihm aber was mit. Und zwar habe ich ihm sogar zwei Sachen mitgenommen, weil das erste ist ein Duschgel von Nivea mit, das ist eine Limited Football Edition Ultra Charge, belebender Meeresduft. Ja, und außerdem habe ich ihm dann noch ein Eau de Toilette mitgebracht von Bruno Banani, Not for Everybody. Fresh and masculine. So, muss man nur aufbringen. Sieht so aus. So schief. Schaut auch ganz nett aus, riecht gut. Ihm gefällt es auch. Das ist das Wichtigste. Und ja, ich habe es ihm nochmal weggenommen, damit ich es euch zeigen kann. Ja, so bin ich. Und dann habe ich mir auch noch einen Duft mitgenommen, weil ich habe gesehen, Marc Jacobs hat einen neuen Duft. Und ich habe ja schon zwei Marc Jacobs Düfte und ich mag diese total. Und deswegen habe ich den auch ausprobiert und mich direkt verliebt. Und zwar ist das Daisy Wild von Marc Jacobs. So schaut die Schachtel aus. Und so schaut der Flakon aus. Total süß mit dem Blümchen hier. Ja, und der riecht so gut. Ich habe noch kein Parfum um, deswegen. Ja, also ich mag den Duft sehr und hab mir den jetzt gegönnt. Ja, das war jetzt die Müller-Sachen. Ich habe dann noch Proben bekommen, einmal von Lancôme, so eine Anti-Aging-Routine mit zwei so Sachets von Clarins, ein Rose Radiance Extrakt. Und dann noch zwei Parfumproben, einmal von Trussardi Ruby Red und einmal von Trussardi Pure Jasmin. Oh, das könnte mir gefallen. Ich mag ja Jasmin sehr. So, dann habe ich TK Maxx und DM. Ich glaube, ich schaue mal zuerst die DM-Sachen durch, weil die sind ganz schwer da. Und zwar habe ich Seifennachfüller gekauft, wieder von Balea, die Sensitive Creme Seife.
und die Himbeer-Magnolie-Cremeseife. So, dann habe ich, glaube ich, der Rest ist, glaube ich, von TK Maxx. Und zwar einmal von Brushworks, der Triangular Pillow Puff Duo. Das habe ich, glaube ich, schon und ja, das finde ich ganz gut. Dann einmal von W7 Glow Fixer, und zwar ist da der Dewy Fixer Setting Spray drinnen und der Glow Primer. Dann habe ich einmal so süße Blushes mit so Chili und also schauen wir aus wie Pizza, Blush Powder. Sieht eben wie Pizza aus, ganz witzig. Habe ich gedacht, irgendwie gefällt mir das. Ah ja, ich habe doch noch was von DM gekauft. Und zwar einen Concealer. Den Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice. Und einmal das Catrice Soft Kleibenfilter Powder. Ich bin nämlich drauf gekommen, ich wollte ein Fullface Catrice schminken und bin drauf gekommen, dass ich weder einen Puder noch einen Concealer von Catrice habe. Deswegen musste das einfach mit. Dann habe ich noch so ein Peeling gekauft beim TK Maxx, das Pink Rose and Oat Milk Body Scrub Repair and Hydrate. Das habe ich schon mal gehabt und fand es richtig gut. Und dann durfte natürlich auch noch eine Palette mit, und zwar Make-up with an Attitude Bestselling Romance Novel. Das war der Concealer. Twinkle in Her Eyeshadows Book 1. 35 Töne sind da drinnen und so sehen sie aus. Ja, fand ich auch richtig schön. Musste mit. Dann war ich ein Wochenende mit einer lieben Freundin in Bratislava. Wir haben dort eine Stadtrundfahrt gemacht und uns die kleine Stadt ein bisschen angeschaut. Total schön, also die Häuser sind auch so schön wie bei uns in Wien zum Beispiel in der Innenstadt. Also wirklich wunderschön. Und ja, dann waren wir noch in einem Shopping-Center einkaufen und da habe ich ein bisschen was gefunden. Das will ich euch jetzt zeigen. Und zwar waren wir unter anderem beim Halfpreis und da habe ich mich in eine Tasche verliebt. In dieser hier. Die ist von Guess und hat statt 130 Euro, glaube ich, nur 70 gekostet. Und ja, also die musste einfach mit, dieses Hellblau hat mich so angesprochen. Die hat da drinnen noch so ein paar Fächer, ich habe sie halt jetzt schon in Verwendung, aber so sieht eben das Innenleben aus und ja, ich liebe sie. Aber mich hat dann noch eine Tasche angesprungen, ja, zwei Taschen. Und zwar von Vera New York ist diese hier. Also die Farbe schreit ja richtig nach mir. Das ist so eher ein Stoff und hat auch hier drinnen eben noch so ein paar kleinere Fächer und hier noch ein Fach. Ja, ich fand sie einfach schön. Mir hat die Farbe so gut gefallen und die hat ungefähr 24, 25 Euro gekostet. Deswegen durfte die auch mit. Und dann habe ich noch ein Säckchen, ein kleines mit Sachen. Auch noch vom Halfpreis habe ich mir so einen Trägertop gekauft. Ein ganz normales, schlichtes Top mit eben so Spaghetti-Trägern. Und eine bequeme, kurze Hose. So wirklich bequem für zu Hause halt, ne? In hellblau. Also alles, was ich dort gekauft habe, war in blau. Ja, und dann waren wir noch auch beim DM dort. Dort habe ich aber nur zwei Mini-Sachen gekauft. Das fand ich so wahnsinnig süß. Und zwar gab es da von der Q10 Antifalten Tagescreme von Balea so eine kleine Mini-Größe mit, wie viel Milliliter sind da drinnen? Irgendwo haben wir das gesehen, 5 Milliliter genau. Und dann gab es ja auch die Q10 Antifalten Nachtcreme. Ich fand die so süß.
Deswegen mussten die mit. Und dann waren wir noch in einer anderen Drogerie, da habe ich auch ein paar Sachen mitgenommen. Ich hole das jetzt nur mal raus. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles in derselben Drogerie war, weil wir waren nämlich in zwei oder so. Aber es gab halt da wirklich süße Sachen und ja. Das hier sind so Neon Eyeliner oder so, also so Stifte eben, wie es auch von Catrice einmal gegeben hat. Hier so zum Anspitzen. Und hier ist noch so ein Schwämmchen zum Verblenden. Ja, und die habe ich in zwei Farben mitgenommen. Dann habe ich noch ein paar Masken von Ellie mitgenommen, weil die finde ich richtig gut. Und zwar einmal die Hydrating Gel Mask. Dann die Anti-Acne Cleansing Mask. Dann die Q10 Energy Anti-Wrinkle Mask. Und die Hyaluron Boost Anti-Age Active Firming Mask. Ja. Dann haben wir so QS-Papier gefunden in Geldoptik, Geldscheinoptik. Das fand ich auch lustig. Hat mir gefallen. So, dann habe ich noch einen Lippenpflegestift mit Himbeere mitgenommen. Einen Liquid Lipstick von Dermacol. Der soll auch sehr lang halten. Und eine schöne Mascara von Rimmel London Wonder Extensions. Da hat mir das Packaging so gut gefallen. Ja. Ah ja, und einen Pinsel, den fand ich auch so richtig süß, diese Verpackung und diesen Glitzerdingern da innen, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, gut, oh ja, glaube ich schon, richtig süß, wenn man das aufmacht, kommt eben ein Pinsel raus. Ja, aber das war jetzt mein Haul von der letzten Woche ungefähr. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Produkte findet, ob ihr sie auch schon probiert habt, Erfahrungen habt und so weiter. Lasst mir bitte auch ein Abo da, ich würde mich sehr darüber freuen. Und einen Daumen nach oben für das Video wäre auch ganz toll. Ja, und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!